Ja, hallo halt zur Szene München. Ich muss ein bisschen leise sprechen, weil da hinten wird gerade gedreht. Und bei Dreharbeiten, da darf man nur ganz leise sprechen oder am besten überhaupt nicht. Da wird gerade gedreht. Und zwar für die Rosenheim-Cops. Staffel 19 oder so. Ah, jetzt sind sie gerade fertig. Also Folge 420, das Schweigen der Tuba. Den Titel können Sie aber gleich wieder vergessen. Das ist nämlich nur der Arbeitstitel der Folge. Wurde ein paar Mal umgeschrieben, das Drehbuch, und ich bin mir gar nicht mal sicher, ob jetzt überhaupt noch ein Instrument vorkommt. Vielleicht eher ein Kajak oder so, oder was der Himmel was. Da hinten nämlich, jetzt hier, geh mal beiseite, das ist nämlich der Aufnahmeleiter. Da Sarah Tonik wieder mal im senfgelben Leibchen, Ben Blaskowitsch und daneben eine neue. Ja, und der Neue und die Frau Lange, also Sarah Tonik in der Serie, da turteln die ja ganz wild miteinander rum. Und er möchte nämlich hier, ich glaube, eine Surfstation oder irgend sowas aufziehen, keine Ahnung, oder Tretbootverleih, hat aber null Ahnung. Und dann kommt der Controller hier an, ja, der Lorenz, und erklärt erstmal, hier, willkommen in Deutschland, hast du überhaupt diese und jene Genehmigung? Aber die hat er nicht mal. Boah, ja, Mann. Und wo die Leiche ist, weiß ich auch nicht. Werner Siebert, der Regisseur hier bei den Rosenheim Cops, Folge 420, wird dann ausgestrahlt Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres. Wenn du die Anfrage bekommst, hey, Rosenheim Cops drehen, worauf freust du dich dann am meisten? Ich freue mich am meisten auf die schönen Geschichten, auf die lustigen Szenen mit den Schauspielern. Ich freue mich sehr auf die Arbeit mit den Schauspielern, um diese Figuren, die so ein bisschen über der Realität schweben, entstehen zu lassen. Ja, das Tolle an den Rosenheim Cops ist für mich immer, dass wir mit unserer Komödie ein bisschen über der Realität schweben und so unser, glaube ich, unser Publikum und mich selber auch so mit auf eine Reise nehmen, die nicht eine komplette Flucht ist, aber die uns einfach ein bisschen entführt aus der grauen Welt voller schlechten Nachrichten. Ist sehr familiär hier insgesamt. Ich meine, man merkt ja schon, dass die meisten sich irgendwie seit, ich weiß gar nicht, 16, 17, 18 Jahren oder so kennen. Also es ist eine sehr große Familie, das kann man eigentlich nicht öfter sagen. Ja, also es ist echt super. Die Leute sind mega freundlich. Man fühlt sich direkt, als wenn man schon von Anfang an dazugehört. Also ich habe mich niemals gefühlt wie jemand, der neu dabei ist oder so. Klar, man lernt erstmal alle kennen, viele Namen zu merken, aber man merkt, dass hier bei den Rosenheim Cops eine sehr familiäre Stimmung herrscht. Ja, ich bin da schon sehr liebevoll in diese Familie aufgenommen worden. Also am Anfang ist man ja dann auch immer nervös, weil die Rosenheim Cops kennt man ja irgendwie aus dem Fernsehen. Aber jetzt würde ich mich auch als Teil dieser wundervollen Familie sehen. Patrick G. Boll, er ist der Neue und er weiß, wo der G-Punkt ist, nämlich genau zwischen seinem Vor- und seinem Nachnamen. Okay, und jetzt mal ganz ehrlich, ja, wer geht dir hier komplett auf den Seier, weil er seinen Text nicht kann, weil er die Markierung verpasst oder weiß der Himmel? Ja, alle. Also eigentlich machen alle den Job ziemlich, ziemlich gut, muss ich sagen, bis auf meine Spielpartnerin, die Sarah. Die ist nämlich sehr touchy, ja, und die flirtet mich nämlich brutal auch in den Pausen an. Die langt einen immer an, ne? Ja, die langt einen immer an, tatsächlich. Finde ich ein bisschen übertrieben, aber okay, wir sind ja professionell, sprechen das gar nicht erst an. Ich würde das auch niemals sagen. Ich versuche es ihr mal so ein bisschen mit auf den Weg zu geben, so anzudeuten. Aber sie hat ja auch so kleine, schwitzige Hände. Klein, schwitzig. Wie ist denn der Neue so? Der Neue, der ist super nett, der ist ein echtes Talent, ja, ist nicht umsonst, hat er so viele Follower. Klasse Typ, strengt sich an und gibt hier den Surfer, weil er auch ein Surfer-Typ ist, auf jeden Fall. So ist so ein Instagrammer oder sowas? Ja. Den deswegen besetzt? Ein bisschen Klicks kriegen, ha?
Ja, vielleicht. Aber wollen auch ein bisschen das echte Leben in die Serie holen. Also dieser Ben Blaskowitz, der ist schon der Schlimmste von allen. Es ist ja auch immer irgendwas, ne? Jetzt bist du heiser. Das letzte Mal im Interview hast du ein Pfeilchen gehabt. Hier am Finger hast du auch eine Wunde. Du bist doch völlig im Eimer. Ich bin gar nicht heiser. Generell, ich meine, es ist ja hier eine Zumutung. Also der glaubt schon, ne? Weil er gut aussieht und kommt, das machen wir mal locker aus der Hüfte und nachher gehe ich surfen, da könnt ihr mich alle angucken, oben ohne und so. Und dann meint er, das reicht, gell? Naja, aber der kann ja auch nichts, also es wird ja dann auch nachsynchronisiert. Was soll das? Verstehe diese Frage überhaupt gar nicht. Oh, am See bei schönem Wetter drehen, das ist ja eh schon anstrengend und dann auch noch mit so Kollegen. Ich will doch nur drehen, ich will doch nur spielen, du dumme Sau, du. Du bist doch eigentlich, ich meine, du könntest mehr. Was soll diese Frage, Alexander? Versteht das überhaupt gar nicht? Ich könnte alles, ich mache einen Wirbel in Amerika, das sage ich dir. Weißt du, was mir an dem so gefällt, aber? Gar nichts. Ja, habe ich mir auch schon mal gedacht, ja. Also wie bereite ich mich auf den Drehtag vor? Ich stehe auf jeden Fall ein bisschen früher auf als sonst und komme so ein bisschen zu mir erstmal, mache mir einen schönen Kaffee morgens, einen schönen Espresso und dann schaue ich die ganzen Szenen nochmal an, die ich am Tag drehe. Und dann geht es aber relativ einfach mittlerweile, vor allem bei den Rosenheim-Cops, das ist so eingespielt mittlerweile. Oh Gott, das ist total unterschiedlich, ist eigentlich voll peinlich. Ehrlich gesagt rufe ich meistens meine Mama an und nötige sie dazu, dass sie mit mir den Text durchgeht. Kann man das sagen? Danke, Mama. Ja, natürlich lese ich meinen Text durch. Klar, das Drehbuch einmal komplett und dann halt wirklich, dass man weiß, okay, morgen ist die und die Szene dran und auf die konzentriert man sich dann natürlich ausgiebig. Natürlich hat man im Hinterkopf noch immer das, was vorher passiert ist. Ja, und Text lernen, auswendig lernen, das muss schon sein. Ich spreche mir den Text meistens auf mein Handy und dann höre ich mir das immer wieder an und dann kann ich irgendwas dabei anderes machen, Spannenderes, und dann ist es eigentlich auch ziemlich schnell drin. Aber ich habe da eh Glück, dass es bei mir sehr leicht und schnell geht mit dem Textlernen. Ich lerne normalerweise meinen Text so im Fließtextmodus. Das heißt, ich schreibe mir quasi meinen Text komplett, also den ich im gesamten Projekt oder im gesamten Spielfilmprojekt oder Serienprojekt habe, schreibe ich mir im Fließtext auf, hintereinander, nur mit Punkt. Dann lerne ich das alles auswendig und dann versuche ich es in meinen Alltag zu integrieren. Also versuche dann damit zu kochen, zu surfen, zu segeln. Ja, manchmal, wenn es wirklich viel ist und es ein richtig langer Dialog ist, frage ich Freunde, ob sie mir eventuell beim Gegenlesen helfen können, sozusagen. Kannst du deinen Text? Nee, natürlich nicht. Nö, also da steht schon immer... Was sollst du heute sagen? Keine Ahnung. Sag mir mal eine Zeile aus deinem Text heute. Komm, eine. Ein Wort. Okay, Cocktails. Immerhin. Super, wow. Ja komm, du wirst eine Zeile wissen, oder? Ja, die Sarah. Naja, Haarfarbe ist manchmal auch Programm. Komm, Mädel, ehrlich. Möchtest du einen Satz haben? Okay, eine Zeile. Eine Zeile, ich weiß ja nicht mehr. Cocktails, Surfen, geile Leute. Du suchst nach den Worten? Nein, wirklich. Du sagst es dann genau so? Nee, nicht ganz genau so. Weil du, hab ich doch gesehen, dass du nach den Worten kramst. Ja, was ist denn los? Du hast das doch vor 3 Minuten gesagt und jetzt weißt du schon nicht. Möchtest du wirklich die Zeilen jetzt haben? Das war das Vergangene. Ne? Du blickst ja in die Zukunft. Du bist so der Typ, der nach vorne schaut. Ich sage einfach Liebe. Okay, super. Das kommt also noch, das Wort Liebe? Nee, aber darum geht's. Bin jetzt fertig. Ach, du bist fertig und dann, abliefern und weg. Ne? Abliefern, Badehose an, jetzt hier schön baden gehen. Das ist dann und das Wichtige. Aus dem See, das ist das Wichtige. Ja. Haben wir heute gedreht? Weiß gar nicht. Warum bist du eigentlich hier? Ja. Ist es das, oder? Einfach mal so das Runterrotzen. Einfach mal runterrotzen. Das ist so Blaskowitsch-Style. Zack, 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 zack. Kohle einstecken, runterrotzen. Das ist Blaskowitsch-Style. Mhm. Wieder nach Hause fahren, chillen. Ja, Kohle einstecken für die nächste CD-Produktion oder so, oder? Richtig, richtig. Ja, diese Millionen, die wir hier verdienen. Mittel zum Zweck. Mittel zum Zweck. Ja. Werner, guck mal hier. Der Ben ist schon wieder im See drin. Ne? Der dreht da sein Ding fertig, damit er schnellstmöglich ins Wasser kann. Das ist aber schon bezeichnend für ihn. Das ist auch auffällig, dass es immer wieder so ist. Gell? Mal schnell einmal, nee, passt schon, um dann schnell ins Wasser zu können. Also der Ben, er versteht sich auch als Musiker. Aber manchmal frage ich mich, ob er nicht aus Versehen auch seine Klampfe mit ins Wasser nimmt, weil er komplett vergisst, wo er eigentlich ist. Also ich spiele Newland Trautmann,
ist ein Surferboy, der lange Zeit in Thailand gelebt hat und jetzt wieder hier im schönen München ist und genau, beziehungsweise in Rosenheim. Und der versucht hier halt auch, sich so ein bisschen mit dem Surfen selbstständig zu machen, Fuß zu fassen. Und es ist ein sehr charmanter Typ, ein Surferboy, wie man ihn so kennt, halt leichtfüßig, leichtlebig. Und ja, und ich glaube, dass er eine ganz gute Verbindung zu der lieben Sarah aufgebaut hat. Also Sarah, ne, unserer Christine. Naja, Christine Lange ist ja dafür berühmt, dass sie vielleicht nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen ist. Also ich identifiziere mich sehr mit dieser Rolle. Dani Lorenz ist mir mittlerweile sehr ans Herz gewachsen. Ich mache es ja schon jetzt im vierten Jahr dieses Jahr. Und wir sind ähnlich, aber auch nicht. Also er ist ja dieser Surfer-Typ und der lockere Typ, der gerne mal schnell arbeitet, damit er raus kann in die Natur. Und so bin ich privat ehrlich gesagt auch. Also ich versuche lieber irgendwie alles kompakt schnell zu erledigen, damit ich dann raus kann in die Natur zum Surfen, zum Segeln. Also ich surfe selbst auch und gehe gern Kitesurfen, zum Beispiel, was Andi Lorenz auch macht. Mit Zahlen bin ich nicht so firm wie Andi Lorenz. Das versuche ich eher zu vermeiden oder wegzuschieben oder meinen Mitarbeitern zu geben, auch in meiner Produktionsfirma, dass ich das gebe ich immer gerne ab. Und da ist Andi Lorenz natürlich ein Fuchs. Und ich hätte gerne Andi Lorenz bei mir in der Firma. Das wäre perfekt eigentlich. Jetzt bist du Controller. Also Controller. Also in der Serie, du bist Controller. Ja, als Frau Lange hast du immer hier dieses senffarbene Leibchen an. Ja, das wird ja auch schon fast zum Markenzeichen wie der Polunder vom Genscher. Gell? Ja, aber ist das okay für dich oder wäre es nicht cooler, irgendwie was anderes zu sein? Irgendwie? Also, du wirst jetzt immer mit dieser Rolle in Verbindung gebracht. Gibt es da nicht irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie sowas? Was gibt es denn so? Lara Croft, wäre das nicht geil? Boah, aber du bist halt Christine Lange. Ja, Lara Croft finde ich schon mal ganz gut. Wie heißt die? Lara Croft. Ich habe Menschen Lara Croft sagen hören, aber das klang mir nach Lara Croft. Ja, ich weiß es nicht. Ich meine, man könnte ja auch Ethan Hunt sein oder sowas. Ja, also, dass du immer damit in Verbindung gebracht wirst. Aber du wirst halt mit dem Dingens Lorenz in Verbindung gebracht. Du bist Controller. Könnte ja auch geiler sein. Ja. Okay, jetzt bist du also der Surfer-Typ, ne? Der so ein bisschen fahrig ist und so. Ich meine, jetzt wenn du auf der Straße angesprochen wirst, wenn du jetzt erkannt wirst, dann bist du immer so der, dem über die Straße helfen will. Das stimmt. Könnt geiler sein. Könnte aber auch schlimmer sein. Ich meine, du könntest schlimmer sein. Du könntest ja zum Beispiel auch, du hättest ja Dr. Stefan Frank sein können oder sowas und dann an der Ampel stehen ständig Leute da und fragen dich, in der Hüfte zwickt's und so. Oh, das ist schlecht. Eben. Also du musst ja ständig medizinische Ausgaben. Aber passiert es mal, dass Leute auf dich zukommen und sagen, hör mal, du bist doch Controller, ich komme da nicht drauf bei meiner Steuererklärung und so? Nee, ist mir noch nicht passiert. Nee, ist mir noch nicht passiert. Aber meistens ist, wenn ich dann, am Anfang war das so, ja, bist du ein Rosen im Kopf, so, ja, was machst du denn da? Du bist doch Kommissar, oder? Da haben sie mich ganz, ganz mit großen leuchtenden Augen angeguckt und ich gesagt, nee, Controller. Ach so. Bockstark. Aber jetzt bist du halt der. Jetzt bin ich halt der. Kann jedem passieren. Kommt natürlich darauf an, was man für ein Controller ist. Also gibt ja auch die im Herz dabei sind, weißt du? Und es gibt die halt ein bisschen spießiger sind. Und ich glaube, Lorenz ist einer, der so im Herz dabei ist. Der geht ja auch dann surfen. Der geht jetzt auch surfen, so wie ich jetzt. Ich habe mir jetzt ein Standard-Paddling-Board und gehe hier einmal in eine Runde paddeln. Hast du eins dabei? Nee. Ich habe vorhin einen gesehen, der hat es da ganz mühsam aufgepumpt. Das dauert ja ewig. Ich wäre ja schon platt beim Aufpumpen, da brauche ich gar nicht erst rausfahren. Kann ich schon wieder Luft rauslassen und fahre heim, weil war schon Sport genug. Merkst du was? Boah.